Es ist ungefähr ein Jahr her, da habe ich mein schlimmstes Küchenmesser von einem Herrn schleifen lassen. Der hat von sich selbst behauptet, er ist der Weltmeister im Messerschleifen. Das ist dieses gute Stück. Das war wirklich mein schlimmstes Messer. Dieser gute Mann hat es geschliffen und es war richtig geil. Er hat mir dann auch die Haare wegrasiert. Ja, es funktionierte. Warum zeige ich das jetzt? Es ist ein Jahr vergangen und seitdem wurde dieses Video, Stefan, Kameramann, wie viel Mal geklickt? Ach, keine Ahnung. Kamerafrau Sina? 200.000 Mal auf YouTube geklickt. Unzählige Daumen nach unten, die haben alle gesagt, was ist denn das für ein Kurpfuscher? Der Mann hat keine Ahnung vom Messerschleifen. Also ich fand's gut, das Messer. Das also ein Jahr lang und immer mal so ein bisschen aber der Grundschliff, ich finde ihn okay. Wir sind jetzt hier zu unserer internen Weihnachtsfeier und da haben wir einen ausgebildeten Koch. Das ist Carsten Bonitz, der ist auch erreichbar unter, wollen wir Werbung machen? Zum Adam.de. Zum Adam.de, mit einem Bindestrich? Ja. Zum-Adam.de. Der Mann ist ausgebildeter Koch und der wird mir jetzt sagen können, ist dieses Messer scharf, hat es dieser Weltmeister geschafft oder ist es nicht scharf? Ich bin echt gespannt. Mir selbst sagt das Messer zu. Carsten Bonitz, was sagt der Profi, das ist mein Messer? Also wir haben jetzt eine Paprika hier und wir haben ein ganz normales Messer von uns. Das Messer von uns kann ich schon mal abziehen. Es ist ganz normal geschliffen, hier von einem riesigen Messerschleifer. Wenn man dann die Paprika nimmt und das ansetzt, man merkt, wie es die Paprika quetscht. Ja, okay. Und dann irgendwann gibt sie nach und geht durch. Okay. Wenn man jetzt das Messer von ihm nimmt, die gleiche Paprika. Jetzt bin ich gespannt. Und dann, es quetscht weniger. Ne? Und noch dazu, es ist ein Schnitt, wo man die Paprika einfach schneiden kann. Also war er gar nicht so blöd, der Mann. Er war gar nicht so blöd, der Mann. Und er hat einen super Schnitt gemacht. Wenn das jetzt schon ein Jahr im Privathaushalt hält, im Profibereich hält das nicht so lange. Ne? Also selbst unsere Messer, wenn die jetzt wieder geschliffen werden, die haben dann ihren Punkt, wo sie wieder schleifen, hier vorne im Schnittbereich. Aber das Messer ist wirklich für mich jetzt sehr gut geschliffen und wirklich, muss ich sagen, ich bin überrascht. Okay, also an alle Hater bei YouTube, das Ding schneidet, das schneidet. Und das ist genauso wie in Heilberufen. Wer heilt, hat recht. Also...